Ich stehe wieder mal hier in meiner Werkstatt und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar habe ich letzten Samstag eine Party gefeiert, hinten im Feld. Da ist ein kleiner Steg, mit dem man hier über den örtlichen Fluss drüber gehen kann, zu Fuß. Und was darf bei einer guten Party nicht fehlen? Natürlich die Musik. Und für diesen Anlass hatte ich mir extra diese Musikbox gebaut. Wie man sehen kann, hier mit zwei Boxen und einem Autoradio. Die Boxen hatte ich noch, das war ein glücklicher Zufall. Die habe ich nämlich zusammen hier mit dieser Werkbank gekauft. Wo ich diese Werkbank hier gekauft habe, war sie noch verschlossen. Und ich habe dann die Schlösser aufgebrochen und wo ich reingeschaut habe, habe ich dann gesehen, da war allerhand Schnickschnack drinne, den ich sehr gut gebrauchen kann. Unter anderem waren da auch diese Boxen drinne. Und die haben dann hier, denke ich, ihren richtigen Verwendungszweck gefunden. Aufgebaut habe ich das Ganze aus einer USB-Platte. Die USB-Platte hatte ich zufälligerweise noch da rumfliegen. Das ist eine USB-Platte mit 16 mm Dicke. Verschraubt habe ich das Ganze hier ganz einfach mit Spax. Das hat sehr gut funktioniert. Besorgen musste ich lediglich noch die Scharniere und das Radio. Das Radio habe ich bestellt im Internet für 30 Euro. Kabel hatte ich sowieso zu Hause und den Schalter hatte ich auch noch zu Hause rumfliegen. Verkabelung war ganz einfach, weil da ein Kombistecker dabei war. Da habe ich einfach die nötigen Kabel, die ich benötigt habe, abgeschnitten. Die Kabel, die ich nicht benötigt habe, wie diese hier, habe ich einfach abisoliert, damit es da keinen Kurzschluss gibt. Die anderen habe ich dann einfach mit diesen Quetschverbindern miteinander verbunden und das Ganze funktioniert wirklich sehr gut. Als Stromquelle habe ich zwei alte Rasentraktorbatterien. Die habe ich wiederum umsonst bekommen, weil angeblich waren sie defekt. Deshalb habe ich die einfach so geschenkt bekommen. Ich habe die dann einfach mal 2 Tage an mein gutes Ladegerät gehangen und siehe da, die Batterien waren wieder voll. Überzeugt hat definitiv die Laufzeit. Also die Anlage hat am Samstag gelaufen von 19 bis ca. 3 Uhr nachts. Also das waren gute 8 Stunden, was die Anlage schon gelaufen hat, ohne Aussetzer. Gleichzeitig an die Batterien habe ich diesen Ladestecker hier angeklemmt, weil das heißt, selbst wenn die Box geschlossen ist, kann ich immer noch das Ladegerät ganz einfach anschließen. Und ich würde jetzt einfach mal einen Testlauf machen, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier noch einen kleinen Schalter eingebaut auf das Klemme 15 Kabel. Wie man sehen kann, das Radio ist schon an. Das dauert einen kleinen Moment, bis er den USB-Stick geladen hat. Und ich mache jetzt einfach die Musik mal laut, dass ihr hören könnt, wie das vom Sound her ist. I'm cold beer after fire, drop everything, go with a line. I believe in the USA, four wheel drive and Jesus saves. Green's like me, just outside the infield. Green's like me, eyes down and down. Raise a can, I'm a fan of everyone who's turned out to be. Green's like me. Seen the smell or tell the difference between a pile of bull and a pile of politicians. You made old folks and no boots and deep fried. Also der Sound ist schon sehr überzeugend und die hat echt gut Musik gemacht, echt gut Stimmung gemacht. Die Leute waren alle begeistert. Vor allem, dass wir hinten im Feld ein bisschen Musik hatten. Und zum Abschluss habe ich an die ganze Box einfach zwei alte Spanngurte ein Stück abgeschnitten und hier mit Unterlegscheiben verschraubt. Dadurch habe ich hier dann Griffe dran, sodass das Ganze auch portabel ist, also dass man es auch tragen kann. Und jetzt habe ich ein schönes Werkstattradio, was ich gerne mal hinten in der Maschinenhalle oder so aufbauen kann oder überall mal mit hinnehmen kann, wo ich ein bisschen Musik haben möchte. Und
ausschalten. Ganz einfach auch wieder mit dem Schalter. Und ich schalte jetzt auch ab.